Muss man sich um Jenny Matthias Sorgen machen? Das haben sich viele Fans gefragt, nachdem beim Instagram-Account der 34-Jährigen gähnende Leere geherrscht hat. Zwischen November 2020 und Januar 2021 ist es mucksmäuschenstill geworden. Normalerweise nicht die Art der Mallorca-Auswanderin. Aufatmen heißt es, nachdem sie sich Mitte Januar mit den Worten zurückmeldet: Hallo ihr Lieben, ich melde mich aus der Winterpause zurück, die ich zum Teil mit meiner Familie, harter Weg, verbracht habe und auch für mich nutzen musste. Jenny hat, wie so viele im Einzelhandel, mit der Ladenschließung ihrer Boutique Jenny Deluxe zu kämpfen. Die Eröffnung ihres Online-Shops scheint sie aber vorerst durch die Corona-Krise zu bringen. Diese erfreuliche Nachricht lässt die schöne Büchner-Ex aufblühen. Auf ihrer neuesten Aufnahme hätten wir die Stehaufmama kaum erkannt. Oben ohne und mit verführerischem Blick schießt sie ein Selfie von sich. Die Aufnahme scheint in ihrer Heimat Cala Millor auf Mallorca entstanden zu sein. Bei aktuell um die 20 Grad und Sonnenschein lässt es sich die Auswanderin also gut gehen. Schön zu sehen, dass sie wieder neue Lebensenergie gesammelt hat und sich nicht unterkriegen lässt.